One, two, three, four! Fahrrad, Fahrrad, fast jeden Tag fahr ich Fahrrad, weil ich einfach Lust auf Fahrrad hab. Fahrrad, Fahrrad, im Job wie privat, weil ich einfach Lust auf Fahrrad hab. Ganz große Lust aufs Fahrrad zeigen die Teilnehmer des 10. österreichischen Radgipfels in Wörgl. Ein Großteil lässt es sich nicht nehmen, mit dem Rad zur zweitägigen Fachtagung anzureisen. Die Mobilitätswende im Alpenraum steht im Mittelpunkt. Wie kann man im Alltag Autofahrten reduzieren und den Radverkehrsanteil ausbauen? Experten und Interessierte aus dem gesamten Alpenraum nutzen den Radgipfel, um sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen. Vor allem aber, um von anderen zu lernen. Auf besonderes Interesse stößt dabei der Vortrag des dänischen Verkehrsplaners Jesper Risting über das Radverkehrskonzept in der europäischen Radhauptstadt Kopenhagen. On the right top you can see a cargo bike. 50 or 25% of the people in Copenhagen have a cargo bike and they use that for transporting their kids instead of a car. That also means that the car is not a symbol of status in Copenhagen. Gott sei Dank hat es im Manfred Neun, Präsident der European Cyclist Federation, betont, dass die Politik dem Radfahren viel mehr Aufmerksamkeit schenken müsse. Wobei aber wertvolle politische Basisarbeit bereits geleistet wurde. Während in der Politik der Vereinten Nationen vorher die Ziele immer für die sogenannten Entwicklungsländer waren, haben wir jetzt erstmals Ziele, die für alle Länder dieser Welt und alle Menschen gelten. Das ist eine ganz entscheidende Grundlage. Das markiert auch eine Wende. In 6 Modulen vertiefen die Besucher den Austausch über neueste Entwicklungen in der Radmobilität. Sei es in der Stadtplanung, in Forschung und Entwicklung oder auch im Tourismus. In der abschließenden politischen Podiumsdiskussion sind sich alle einig. Es braucht eine Mobilitätswende im Alpenraum und der Radverkehr spielt dabei eine wesentliche Rolle. Also wir haben unser Ziel gesetzt, durchaus ehrgeizig, dass wir den Radverkehrsanteil von derzeit etwa 7% verdoppeln wollen bis 2025. Das ist ehrgeizig, gerade im Gebirge, aber mit Anreizsystemen, gerade auch mit der Elektrifizierung des Radverkehrs und auch Unterstützung von E-Mobilität, also E-Bikes in diesem Fall oder Lastenfahrrädern und entsprechenden Mobilitätsmanagementsystemen, die integriert sind, soll das eigentlich gelingen. Wir sind Tourismushochburg in Tirol. Es kommen gern Leute zu uns und es radeln auch viele Leute nach Tirol, vor allem jetzt in den letzten Jahren viele Italiener, Italienerinnen, viele Schweizer. Ich glaube, das sollte uns ein bisschen ein Vorbild sein, diesen touristischen Spirit dann auch auf das Alltagsradeln umzulegen. Und da braucht es einen Kulturwandel, da braucht es nicht immer das große Geld. Wir intervenieren diesbezüglich auf einer Seite sicherlich auch mit Investitionen, wo aber die Programme auch schon langsam zu einem guten Punkt kommen. Auf der anderen Seite werden wir aber nie genug intervenieren, um eben diesen Prozess zu forcieren, im Sinne, dass sich jeder sich als Beteiligter von einer Aktion eben fühlt und auch seinen Beitrag diesbezüglich leisten. Mach's jeden Tag. Mein Drahtesel, den reit ich, weil ich's gerne mag. Fahrrad, Fahrrad, im Galopp, wie im Trab, weil ich einfach Lust auf Fahrrad habe. Fahrrad, Fahrrad. Am Rande des Radgipfels gibt es auch die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und neue technische Innovationen rund ums Fahrrad auszuprobieren. Und natürlich auch kräftig in die Pedale zu treten. Fahrrad.